Das lief so an uns wie im Film vorbei und man hatte das Gefühl, das ist ein Film, weil man irgendwie gedacht hat, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Es ist 2006 und es gibt hier Krieg. Ich heiße Aline Abud. Ich bin in Berlin-Pankow aufgewachsen, das ist quasi ehemalige DDR. Ich bin Journalistin, Reporterin und Moderatorin. Wenn mich jemand fragt, woher ich komme, sage ich ganz gerne immer, ich bin Halb-Libanese mit Ostberliner Migrationshintergrund, weil ich kurz vor der Wende geboren bin, 1988. Und meine Mutter kommt aus Ostberlin und mein Vater stammt aus dem Libanon. Ich muss mich tatsächlich auch bis heute immer rechtfertigen, dass ich natürlich in gewisser Weise ostsozialisiert bin durch die Erziehung meiner Eltern. Das kann bedeuten, zum Beispiel, dass meine Mutter sehr darauf geachtet hat, dass ich bestimmte Terminologien benutze. Und das zum Beispiel hat sie immer gesagt, sag nicht Supermarkt, sondern Kaufhalle. Und, oder sag nicht Brathähnchen, sondern Broiler, dass ich Schrippe sage und nicht Brötchen. Klar, das sind auch manchmal spezifisch berlinerische Wörter vielleicht, aber das sind so Sachen, die ich bis heute auch so weitertrage. Und klar, da könnte man meinen, mein Gott, du bist doch keine Ostdeutsche mehr. Und ich denke so, nö, das bisschen Vergangenheit oder das bisschen Identität möchte ich mir irgendwie auch behalten. Ich bin natürlich auch nicht nur mit dem Ostdeutschen aufgewachsen, sondern auch mit der anderen Hälfte. Und das sind natürlich meine libanesischen Wurzeln. Und das war quasi genauso prägend, weil ich, seitdem ich 2 Jahre alt bin, jedes Jahr in den Sommerferien in Libanon gefahren bin. Ich habe eine große Familie dort, natürlich auch meine 15 Cousinen und Cousins, die auch irgendwie in einer Form meine Ersatzgeschwister waren. Diese 6 Wochen Sommerferien rochen für mich immer so nach Meerwasser, Hummus und labbrige Pommes, weil Pommes tatsächlich, mittlerweile würde ich das auch sagen, echt so ein libanesisches Gericht ist, weil jede libanesische Mutter hat immer Pommes selbst gemacht. Ich kenne eigentlich auch keinen Libanesen oder keine Libanesin, die das nicht kennt. Ich merke auch, wenn ich dort bin, bin ich auch immer ein bisschen anders. Es reicht schon, wenn ich einfach nur Arabisch oder Libanesisch rede. Dadurch verändert sich auch lustigerweise immer so ein bisschen auch mein Temperament, weil es einfach auch eine sehr, sehr laute und eine sehr temperamentvolle Sprache ist. Ich mag das aber auch. Im Libanon bin ich dann wirklich auch die Libanesin. Ich verbinde mit dem Libanon vor allen Dingen sehr viel positive Erinnerungen. Es ist meine zweite Heimat. Aber ich verbinde mit dem Land auch eine erschütternde Erinnerung. Das war im Jahr 2006. Wir sind damals wie immer in den Sommerferien dann nach Libanon geflogen und ich kann mich daran erinnern, als meine deutsche Oma irgendwann anrief und gesagt hat, bei euch ist Krieg, weil in Deutschland haben die Leute das natürlich mitbekommen. Und dann sind plötzlich 2 Bomben hintereinander unmittelbar in der Nähe eingeschlagen. In dem Moment war das wirklich pure Todesangst. Wir sind dann tatsächlich aufs Dach gerannt und haben dann eben so 1 Kilometer entfernt von uns eben diese Rauchwolke gesehen und auch diese Helikopter, die scheinbar gerade da irgendwas beschossen haben. Und dieses Gefühl war nicht schön, weil man ja auch nicht wusste, was jetzt weiter passiert. Wir haben damals, als dann der Konflikt doch ernster wurde, die deutsche Botschaft kontaktiert. Und ich kann mich noch sehr daran erinnern, weil das für mich auch sehr traumatisierend war, dieser Tag, an dem uns gesagt wurde, heute geht der deutsche Konvoi. Heute könnt ihr raus aus diesem Land, als ich meine Familie im Stich lassen musste, weil sie eben nicht Deutsche sind. Das war schlimm. Genauso war es aber auch so, dass ich nach dieser Erfahrung mich, glaube ich, noch nie so libanesisch gefühlt habe wie nach dieser Zeit. Und ich dann auch irgendwie mich zugehöriger zu meinen Wurzeln gefühlt habe. Und ich denke schon, dass es auch daran lag, dass ich das Gefühl hatte, dass meine zweite Heimat bedroht wurde und gleichzeitig so viel Leid ertragen musste und mich dann so zugehörig fühlte. Gott sei Dank ist meiner Familie nichts passiert und ich kann sie bis heute besuchen und kann auch heute wieder in den Libanon fahren.